Im ersten Viertelfinale des Unica ÖFB Cups kam es zum Aufeinandertreffen zwischen SV Mattersburg und TSV Hartberg. Obwohl die Burgenländer auf dem Papier als klarer Favorit galten, versprach es dennoch eine hitzige Partie bei eisigen Temperaturen zu werden. Nur die hartgesottensten Fußballfans trotzten den frostigen Witterungsbedingungen und kamen ins Pappelstadion, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Wir waren mit der Kamera auf den Rängen, um nachzufragen, warum die Zuschauer dieses Cup-Spiel nicht verpassen wollten. Heute natürlich sehr, sehr kalt da in Mattersburg. Warum schaust du dir trotzdem heute dieses Viertelfinalspiel im Unica ÖFB Cup an? Ja, bei uns ist es eben so, wir haben uns in Gersdorf, wo wir daheim sind, haben wir unseren Fußballspieler, das ist der Gölle Stefan. Er ist die Nummer 31 bei Hartberg und haben unseren Bus organisiert und sind halt rausgefahren, trotz der Kälte. Warum tut man sich als Fußballfan das an und schaut sich das dann vor Ort live an? Naja, weil man glaubt, man muss da sein, wenn man Fußballfan ist. Und warum muss man da sein? Naja, weil man die eigene Mannschaft auch jetzt gegen einen, unter Anführungszeichen, schwächeren Gegner unterstützen will. Jetzt sagen Sie, es ist übertrieben, aber Sie sind trotzdem da. Warum sind Sie da? Ja, weil wir sind halt Fan. Nicht? Und dadurch sind wir da. Wir lassen unsere Spieler nicht alleine. Bei minus 10 Grad bist du heute gern da und machst hier den Dienst. Das finde ich großartig. Ja, ist so. Aber zum einen, es heißt nicht umsonst Dienst am Menschen, aber zum einen schauen wir das Match an und zum anderen sollte irgendwas sein, eben sind wir halt da, um zu helfen. Immerhin konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Unica-Pausenspiel warm halten. Am Ende siegten die Hausherren durch eine starke Vorstellung klar mit 4:1. Und somit steht der SV Mattersburg verdient als erstes Team im Halbfinale des Unica ÖFB Cups.